Hallöchen und willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ist ja auch egal. Willkommen zurück zu Forza Horizon 2. Nach stundenlangen Rumprobieren. Ich habe verzweifelt versucht, hier irgendwie in die Nähe dieser ominösen 443 km/h zu kommen. Ich hab mich tatsächlich gebessert, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich heimlich und leise etwas verbessert auf 437. Aufgrund deswegen, weil ich, Öl und Schmierung oder Öl und Wasser oder irgendwie sowas nicht abgegradet hatte bis zum Maximum. Das habe ich vergessen. Es gab dann nochmal ganze 47 kW mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hatte ich noch, was habe ich noch gemacht? Ich habe den Käfig komplett rausgenommen, weil dann sparen wir auch nochmal ein bisschen 40 Kilo. Und ich habe, was habe ich noch gemacht? Ich glaube, ich hatte auch wieder das falsche Getriebe drin. Das Storm-Dings-Kack-Getriebe, weiß es Bescheid. So, und jetzt einfach nur mal einmal versuchen, fahre ich das nochmal. Und ich glaube, so wie ich das vorhabe, geht das gar nicht. Weil ich glaube einfach, die da ganz oben sind mit 440, 443 km/h, die haben einfach einen Windschatten genutzt. Das heißt, die haben mit jemandem zusammen gezockt, der einfach vorgefahren ist und der dann dahinter und dann den Windschatten ausgenutzt. Und dann kann ich mir die 440 km/h ganz gut vorstellen. Das heißt, wenn da draußen von euch immer mal Bock und Zeit hat, gerne mal melden, dann kann man hier mal ein bisschen Blitzerjagd machen. Ich will die 440 hier knacken. Weil das hier ist, was ich jetzt hier mache, ist echt 437 Maximum. Mehr geht einfach nicht. Mehr geht nicht. Das ist wirklich das Maximum. Wir haben jetzt hier 437, oh, sogar noch eine persönliche Bestzeit, noch einen Ticken besser. Glaube ich. Ja, 437, wir müssten jetzt, nochmal einen Ticken besser gewesen jetzt. Das heißt, es ist Platz 7040. Mehr ist einfach nicht möglich mit ohne Windschatten. Also gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. So. Und deswegen habe ich mir gedacht, wechseln wir einfach mal auf den kleinen, na wie heißt der schon, der kleine Ultima GTR und machen nochmal ein paar andere Blitzer, so just for fun, so kurze Blitzer vor allem. Wobei man hier tatsächlich gucken könnte, was andere Kollegen da genommen haben. Meistens global ist immer am interessantesten. Ultima GTR, ich hätte 400! Jetzt mal ernsthaft. Den mit, also jetzt mal ohne Witz, den mit 400? Wollt ihr mich verkackeiern? Das probiere ich gerne aus. Ich nehme den Ultima. So, jetzt bin ich dann nochmal mit dem Ultima GTR hier am Airport Blitzer, weil der hat, laut Topspeed hat der eine bessere Topspeed als der Alpha. Und deswegen jetzt einmal ein guter Versuch. Einfach nur mal gucken, ob da nicht doch mehr möglich ist, was ich nicht glaube. Einfach mal just for fun. Natürlich regnet es wieder, was ich erwarte, nichts anderes. Wenn ich Weltrekordversuche machen will, fängt es an zu regnen. Das ist normal. Ne, da sehe ich so schon, dass wir da bei weitem nicht rankommen an die Topspeed. 400, 10, 20, forget it. Okay, dann machen wir was anderes. So. Cool, der fährt da oben einfach weiter. Und jetzt? Oh, einfach gerade stehen geblieben. Naja, ich habe tatsächlich Blitzer hier, die ich noch nicht gemacht habe. Hier keine persönliche Bestleistung, zum Beispiel bei dem. Das hatte ich hier irgendwo nochmal. So die ausgegrauten, weißt du? Da oben noch einer. Das ist allerdings dann wieder eine Tempozone. Und irgendwo hatte ich noch einen ausgegrauten Blitzer. Ich weiß allerdings gerade nicht, wo. Ne, hier, noch eine Tempozone. So rum war das nämlich. Ja, da würde ich einfach mal sagen, der hat sich hier, der war 400. Alter, niemals. Wie willst du denn da, ganz ehrlich, wie willst du denn da 4... Nö. Gut, meine 47 km/h, die ich da habe, die werde ich mit Sicherheit schlagen. Das ist keine Kunst, glaube ich. Aber 399 Kröten in diesem Kurving... Oh, Höchstgeschwindigkeit, 440. Weil ich, glaube ich, weiter geradeaus gefahren bin vorhin. Naja. Bei dem Blitzer einfach geradeaus. Passt das? Nur mal sehen. Oh, jetzt pisst das hier. Ich glaube das jetzt hier nicht, ne? Naja, super. Mal sehen. Danke. Boah, 322. Ist jetzt gar nicht mal so unrealistisch. Was sagt denn dann die Gesamtbestenliste? Natürlich wahrscheinlich an die Spitze gekommen.
Na komm, zeig es mir. Zeig es mir. 1%, das ist immerhin nett. Ja, ich würde mal sagen, deutlich vorne. Jungs, da müsst ihr mal ein bisschen nachlegen, ne? Alle. So, was ist denn global? Ja, ja, global ist extrem. Wir sind auf Platz... Oh, wir sind aber recht gut aufgestellt. Also ich glaube, mit 399, das ist die Seltenheit. Vielleicht kriegen wir eine Top-1000-Platzierung hin. Ich meine, wir waren eh grottenschlecht gerade, muss ich ja zugeben. Voll gegen das Auto geknötert da und dann nochmal in die Wand geküsst. Das ist nicht so toll. Also, probieren wir es nochmal. Der Regen hat natürlich zugenommen. Vielen Dank. Am besten jetzt noch ein bisschen Schnee und dann sind wir alle zufrieden. Halt! Nee, falsche Richtung. Die ganze Zeit, als ich jetzt hier so offline versucht habe, für mich selber. Kein Regen. Kaum nehme ich auf, fängt es an zu pieseln. Ja, warte mal, ich fahre falsch. Hä? Nee, ich fahre richtig. Entschuldigung. Kacke. Voll verwirrt. Nee, ich fahre falsch. Hä? Alter, wo bin ich denn jetzt hier, Mann? Oh, ich fahre komplett falsch. Passiert. So, jetzt fahre ich... Warte, ich gucke erstmal auf die Karte. Doch, jetzt fahre ich richtig. Und ich glaube, es wird heller. Es hört auf zu regnen. Alter, nein. Tu mir das nicht an. So, hier kann man ganz schnell umfahren. Und jetzt heißt es, jetzt ist und so weiter halt, ne? Boah! Ne, Alter, der kommt doch gar nicht um die Kurve. Entweder ich muss voll früh einlenken, oder aber ich muss vom Gas gehen. Eins von beiden, weil sonst komme ich nicht ohne Mauerkontakt um die Kurve rum. That is very strange. So. Ne, da bringt auch, Alter, da bringt auch ein frühes Einlenken nichts. Das ist, da muss ich tatsächlich vom Gas gehen. So, ich will ja nur einmal hier gut durchkommen. Dann gehe ich auch direkt zum nächsten Blitzer, versprochen. Ich will nur einmal wirklich schön durchkommen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Das ist natürlich sehr geil. Oh. Ey, du kannst nicht vom Gas gehen, ohne dass du zu viel an Speed verlierst. Oh. Nee, komm. Wir nehmen anderen Blitzer, hat keinen Sinn, ey. Seine Ruhe nochmal probieren. So, der hier ist natürlich genau richtig für ein Ultima. Genauso wie der da unten. Der hier ist noch interessant. Oder der hier ist auch, boah, da kannst du... Ich probiere mal von hier oben aus. So, die Sonne scheint, es ist herrliches Wetter und wir machen hier eine weitere Jagd auf einen weiteren Blitzer. Einen bisher unbekannten. Also relativ zumindest. Boah. Okay, der kommt da definitiv mal nicht durch. Wow. Der Ultima kommt da nicht so wirklich durch. Ich versuch's mal von hier. Ich weiß nicht, wo das war. Doch klar, ich weiß wo. Das war Forza Horizon 1. Da gab's einen Blitzer. Da war ich echt top of the. Da waren wir ganz weit vorne. Der Shade und ich ganz weit vorne, was die Rangliste anbetraf. Da ging's wirklich noch um einzelne Plätze. Aber irgendwie haben wir es da... Alter... Der kommt um die Kurve schon gar nicht durch. Na, gucken wir uns das mal einfach mal an. 129, ich bin... 259, das ist doch nicht normal. Was sagt die Weltrangspitze? 300. Hier hast du einen Schatten. Hennessy, Ultima GTR natürlich. Alter. Platz 367.000, das ist, da bin ich voll zufrieden. Wie willst du beim Ultima GTR hier mit... Wie machen die das, eh? Da kannst du auch keinen Windschatten machen mehr. Das glaube ich nicht. Das ist... Cheat. Was? Ich probiere es mal mit gemütlichem Durchfahren. Komm. Ich will wenigstens in der Freundesliste und in der Clubliste oben sein. Oh, jetzt habe ich schon verkackt hier. Oh, oh. Reicht es oder reicht es nicht? Neue persönliche Bestzeit, das ist ganz klar. Ja, danke. Ja, bin ich auch vorm Shape, ist ein Pagani Huayra.
So, was ist in meiner Nähe? Gerade von 367.000 auf... Oh, 5.000, fast 6.000. Komm, da geht nur ein Versuch. So, lass es mich nochmal probieren. Vielleicht schaffen wir noch ein paar km/h mehr. Das wäre ein Träumchen. So, schön auf der Straße bleiben, aber der fährt links, rechts. Das ist ganz cool. Ja, oh, 296, da sind wir mal über 20 km/h mehr. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Basis, mit der kann man anfangen. So, gucken wir uns das mal an, das Prozedere. Ja, okay, das ist natürlich klar. Und in meiner Nähe von Platz 6000 fast auf Platz 1866, damit kann ich erstmal ganz gut leben. Gut, machen wir weiter. Ich würde sagen, der ist eigentlich ganz auch nett. 289 ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, wie es mit dieser Kurve ausschaut. Ich fange mal von hier an. So, einfach mal just for fun. Geben wir mal Gas hier. Und dann schauen wir mal, wie der gute Ultima hier in die Kurve kommt. Weil es ist eigentlich eine weite Kurve. Ich denke mal, das sollte passen unter Umständen, wenn kein Verkehr dort auf uns lauern tut. Und wenn ich, ja. Junge. Das ist so. Ist kacke. Ich glaube, ich starte mal ein paar Meter weiter nach vorne. Nicht, wenn ich aufs Gras fahre. Nochmal. Es muss ja klappen. Ich muss ja hier durchkommen irgendwie. Ja, kann ich ja nicht durchkommen, oder? Der lacht. Ja, ist klar. Jetzt kommt da so ein scheiß Corrado-Fahrer. Alter. So, 280. 279. Keine persönliche Bestzeit. Ist klar. Ich versuch's von hier aus. Oh, 293,37, das ist eine neue persönliche Bestzeit. Na bitte. 319. Oh, ich habe eine Challenge. Ich habe eine Challenge. Blond Mosk ist vor mir noch, aber das werden wir gleich ändern. Alter, jetzt nicht gegen das Bäumchen. Nicht gegen das Bäumchen fahren. So, wunderbar. Einfach geradeaus weiter. Jetzt kommt da wieder so ein... Och Mann, ey, ihr Spackos. So, wem bekommt jetzt mal ein Spacko hier in die Quere? Der wird eigentlich nicht von mir zerfleischt. Zerblecht. Das sind ja Autos, ne? Aha. Ging doch. So, 320, 21, 20. Okay. Sollte reichen. Für uns privat. Oh, oh, aber ganz knappes Ding. Also, wenn der nicht, wenn der nicht ein Ultima hat, dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, Bugatti SS. Was? Oh, Bugatti, wie kommst du mit Bugatti SS? Das, nee, das geht nicht. Wie kommst du mit Bugatti SS gerade durch die Kurve durch? Der, geht das? Ich versuch's mal von hier. Ah, jetzt ist der wieder falsch rum. Oha. Jetzt fängt das an zu pissen, ey, das ist doch nicht wahr. Mann, das ist doch zum Kotzen hier. Da fährst du gerade los. Ich muss das mal später mit dem Bugatti SS probieren. So, hier waren wir aber ganz vorne, richtig? Pimmelsblitzer hier, ey, ganz ehrlich. Da bin ich noch nicht mal vorne. Ferrari 458, pass mal auf, ey, den machen wir jetzt mit der Kiste hier. Das wird nichts. Die kommt nicht mal um die Kurven rum, ey. Aber lass mal probieren. Natürlich, es pisst vom Himmel. Ich warte auf den Tag, wo es schneit. Dann können wir schön hier um die Kurven rutschen. Geil. Na toll. Ah, der kommt rum, der kommt rum. Oh, ich habe gegengelenkt. Ja, 140, persönliche Bestzeit war schneller. Kacke. Pff, tolle Wurst, ey. Also da hilft dir auch ein Ultima GTR nicht mehr weiter. Da musst du gucken, dass du da einfach perfekt rumkommst, sag ich mal.
Also genau so, wie ich das gerade vorführe. Warte, warte. Ah, jetzt komme ich hier nicht aus der Kurve raus. Was ist denn, wenn ich einfach die, das wäre zwar mies, aber vielleicht klappt es ja, die Leitplanke als Bande nehme. Ich weiß, das ist blöd, aber man kann es ja mal probieren. Wow. Wow. Einigen wir uns darauf, dass es nicht funktioniert. Ich guck mal gerade. Shade mit 155 mit dem Ferrari 458. Ja, das kriegen wir auch irgendwie hin mit der Kiste. Moment, erstmal mache ich hier eine Topspeed. Warte, warte. 50 km/h. 50 km/h schaffe ich ja wohl noch. Oh ja, weit da drüber. Weit. 60. Bitches. Top-Zeit, Alter. Ich brauche ein bisschen mehr Anlauf. Ja, wie gesagt, hier hilft uns dann auch ein Dings nicht mehr weiter. Ein Ultima. Da müssen wir mal in die Weltrangliste gucken, global, was die Top-Leute haben und uns dann dementsprechend orientieren. Aber ich versuche es gerne nochmal. Was fängt... Was, oh, was steht denn dieser Pimmelster-Kopf da rum, ey? Ja. Ja. Leute, das lassen wir lieber mal sein. Lassen wir mal lieber die Profis ran, also nicht mich. Was haben wir denn hier noch? Da sind wir auch ganz weit vorne mit dabei. 244 mit dem Charger. Ach, ich bitte euch, das kriegen wir locker hin. Nee, ist kein Problem. Von welcher Seite machen wir das denn? Ich würde sagen, wir fahren von hier. Nein. Nein, 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 von da aus. So, Côte d'Azur. Richtige Richtung, richtige Richtung. Lass uns einfach mal probieren. Wird zwar wahrscheinlich total nicht klappen mit der Kiste hier, aber was soll's. Schön im Gelände. Ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Och nö. So, nochmal. Müssen wir mal ein bisschen besser hier durchkommen. Alter. Das Problem ist, der lenkt einfach nicht. Das kannst du vergessen. Vor allem auf dem Untergrund, da ist der Wagen einfach. Ich glaube auch, wenn ich jetzt... Ich gucke einfach mal spaßhalber in die Weltrangliste. Da wird niemals... Oh, guck mal, der Veneno nehme ich zum Beispiel. Lotus 211 Veneno. Ja, da brauchen wir auch gar nicht weiter probieren. Das ist nix. Nehmen wir den nächsten Blitzer. Das ist auch so ein Kackblitzer hier. Der ist ganz geil. Der ist wirklich geil. Da kann man mal richtig durchheizen. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht mit diesem Knick, aber wir können es mal von hier unten probieren. Wenn ich sowieso ja schon Erster bin. Warte mal. Ach so. Oh, ganz knapp. Ho, 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 ho. Mit welchem Auto? Pagani Huayra. Okay. Ja, komm. Dann haben wir heute in der Folge mal ein bisschen Abwechslung hier. Und dann die anderen Blitzer muss ich mal gucken, dass ich dann auch andere Autos nehme. Weil Ultima geht nicht immer. Da brauchst du wirklich gerade. Gerade Strecke. Meistens zumindest. Jetzt wähnt der wieder falsch rum an. Mal sehen. Ah ja, hier kannst du schön Knüppelgas geben. 328. Ne, 326. Neue persönliche Bestzeit. Aber jetzt nicht so viel, ne? Das sind nur 5 km/h mehr jetzt. Ich fahre nochmal von hier oben. Aber unter den besten 1%. Also, muss schon was heißen. Ey. Hi. Tschüss. Boah, den Knick. Jetzt bin ich mal gespannt. Den Knick, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Oh ja, das hat ganz gut funktioniert. Oh ja, das ist 354. Leck mir eine Füße. Das ist deutlich mehr, würde ich mal behaupten. So, global macht das Ganze... Global... 400, habt ihr eigentlich einen Schatten, ihr Pinzer? 2402. Wie soll ich denn mit 420 dadurch?
Och, ey, das ist doch 436 im Ultima GTR. Hä? Habt ihr irgendwie, habt ihr Knall nicht gehört oder so? Von wo soll ich denn da fahren? Von hier, ach, von hier oben könnte ich das eigentlich auch versuchen. Komm, machen wir das zum Abschluss der Folge. Schön Anlauf, knüppelhart in den Blitzer rein mit 400.000 km/h. Weltrekord für immer. Ja. So, bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Yeah. Ob das gut geht, ich bezweifle es stark. Da kommt schon der erste Pimpf an. Oh nö, ey. So, und jetzt hier, das immer tricky. Ey, wie soll ich denn da durchkommen? Ganz ehrlich, wie soll ich denn da durchkommen? Ich nehme mal ein bisschen weniger Anlauf, so. Da komme ich doch niemals durch. Das ist... Also ich manchmal frage mich echt, wie Leute das gemacht haben, ob es da irgendwelche Mittel gibt, da irgendwie zu cheaten oder sowas. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... Ach, ich weiß es nicht. Weil es ein bisschen frustrierend, möchte man meinen. Guck mal, der kommt nicht um die Kurve durch. Der kommt einfach nicht darum. Na komm, drauf geschissen. Vielleicht machen wir jetzt noch eben noch einen anderen, warte mal. Ey, hier muss doch ein Blitzer sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass hier kein Blitzer ist, ey. Hier muss einer sein. Weißt du was, ich fahre hier einfach mal lang. Vielleicht finden wir ja zufällig einen. Weil das ist so eine offensichtliche Strecke. Huch, wir haben schon nach 12. Ui. Ich habe zu viel Blitzer probiert heute. Okay, natürlich wieder falsch rum. So, jetzt einfach mal... Boah, schön in den Gegenverkehr fahren. Nein, Gott sei Dank nicht. Ey, wenn hier kein Blitzer ist, hier muss... So schön gerade, hier muss ein Blitzer sein. Hier muss ein Blitzer sein. Hallo Blitzer, jetzt Blitzer, 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 jetzt mal. Blitz! Ich habe so ein gutes Tempo drauf. Blitz, verdammt nochmal! Hier ist kein Blitzer. Hier ist kein Blitzer. Da war einer. Ich hab halt jetzt, halt, stopp, halt, zurück. Da in der Kurve, ey, das ist doch ein Sackblitzer. Da ist einer, guck mal. Das ist wirklich ein Blitzer. Aber die Kurve hier, die schaffe ich niemals. das ist ein richtiger Arschlochblitzer, wenn du mich fragst. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Fahren wir mal ein bisschen, vielleicht schaffen wir so 300, 350, das wäre schon ganz nett. Trotzdem Arschlochblitzer. Kannst du sagen, was du willst, ist ein Arschlochblitzer. So, du bleibst hier stehen, damit ich den in Ruhe habe. Ich habe gesagt, stehen bleiben, Polizei, stehen bleiben, Polizei. Oh, jetzt ist da noch so ein LKW, möchte gern Fahrer. Dang, oh, dieses Pennerarsch, ey, Mann. Ich glaube, irgendjemand hat was dagegen, dass ich hier Blitzer mache. So, letzter Versuch von hier aus. Ich bin leicht verzweifelt, muss ich zugeben. So langsam, aber sicher. Naja. Das ist jetzt nicht so das neue PB, aber das wird, glaube ich, da kannst du deutlich schneller durchknattern. Wobei, man könnte ja theoretisch Offroad so... Was ist denn hier so global? Oh, ich bin aber auch, ich bin in Führung, das finde ich gut. Lass mich raten, global ganz 388, wie geht das? Mit dem Veneno. Ja klar, der kommt besser durch die Kurve, müssen wir mal probieren eigentlich. Naja, machen wir aber in den nächsten Folgen. Ich verabschiede mich jetzt für diese Folge, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wer Bock hat, gerne hier, ne, mal versuchen. Besser sein als ich, freue mich drauf und dann mir schreiben und dann versuche ich, dass ich nicht mehr besser bin als ihr. Bis dann, ciao.